Pere. Die Antike Pere war eine antike Stadt im Königreich Kommagene und ist im Stadtteil Örende. Die Relikte der Stadt liegen heute im Stadtteil Örende, dem früheren Dorf Pirin im Norden der türkischen Stadt Adıyaman in der gleichnamigen Provinz. Arsemia. Arsemia wurde von Arsemes im 3. Jahrhundert vor Christus gegründet und befindet sich im Stadtteil Kjahta. Die Arsemia befand sich gegenüber der ehemaligen Kjahta-Burg und ist die Urlaubshauptstadt und Verwaltungszentrum des Königreichs Kommagene. Neues Schloss. Der neue Schloss wurde von den Kommagenen gebaut und wird in Verbindung mit Arsemia verwendet. Im Schloss befindet sich Moschee, Ingenius, Ruinen, Wasserfall und Taubenschläge. Cendere-Brücke. Cendere-Brücke ist einer der weltweit ältesten Brücke. Es bindet sich im Stadtteil Kjahta. Sie verbindet Kjahta und Sinjik. Die Brücke wurde von den Römern gebaut und wird als historische Brücke bezeichnet. Karakuş-Grabhügel. Kommagene Königreich II. Mithradates hat die Frauenmausoleum im Namen seiner Mutter Isas erbauen lassen. Es wird als Eingang von Nemrutberg bezeichnet. Nemrutberg wird als 8. Weltwunder genannt und in der UNESCO-Welturkunde-Erlebnisliste aufgenommen. Dieser Berg befindet sich auf der östlichen Taurusgebirge und ist 2100 Meter hoch. Für Kommagene Königreich I. Antikos wurde ein Mausoleum und Fund aus Grundstein gebaut. Nemrutberg ist die höchste Open-Air-Museum in der Welt.